Ist dem so gewesen, dass er das nicht geschafft hat? Die Herausforderung angenommen hat. Im Training sich mal zu beweisen. Aber mit 2,5, was natürlich nicht Stammspieler, ne, bei uns im Team. Neunzig Komma zwei von der Stärke, ja. Aber ja, wie gesagt, wenn dann jetzt gleich die zwei Spiele vom 7. Oktober noch durch sind, dann gibt es wie immer diese 5-minütige Pause, dass ihr euch was Neues zu trinken holen könnt oder was auch immer. Oder auf Toilette gehen könnt. Und dann gibt es im November anschließend. Ich weiß nur für meinen Teil, ich bin einer von den Kandidaten, die auf Toilette gehen. So viel sage ich euch schon mal. Hahaha. Unsere Eurogruppe. Ach so, ja, genau. Graz, PSV, Sociedad, oh. Also der Fall, also PSV und Sociedad ist natürlich schon Hammer, ne? Adorno. Wo man gerade bei PSV ist, ne? Also, mies. Ja, so richtiger nee, die ist Mais, ne? Aldo Adorno. Hat er sich gut entwickelt? Graz ist eventuell machbar, ja. Also, wenn man jetzt nach dieser Regelung vom FM geht, also vom EA, ne? Rot, Sociedad und PSV. Gelb, Graz. In dieser Ampelreihenfolge. Vielleicht hat der sogar Pfullendorf jetzt den zweiten Sieg eingefahren und die haben jetzt langsam nicht mehr rot, ne, die Tabelle hatten jetzt schon nicht mehr die Laterne. Die rote Laterne. Wo man gerade bei Rot ist. Also Graz ist auf jeden Fall eventuell machbar aufgrund allein schon wahrscheinlich wegen aus, wenn die bei dir spielen, ne? Also in Albanien. Stimmt, hier, Liga-Tabelle. So, gucken wir mal. Pfullendorf. Ich wollte immer Fulham sagen. Hey, die erlangen 2 zu 0 zur Halbzeit gegen Cottbus in Führung. Das ist doch schon mal eine Leistung. Und dann haben sie es schon mal hier noch aus der Hand gegeben. Aber wir dürfen nicht vergessen, Cottbus ist DFB-Pokalsieger, Mann. Ist mal Pokalsieger gewesen, ne? Und Frankfurt wieder unentschieden. Gegen Aalen. Also Frankfurt ist nicht durch, ne? Frankfurt kann echt im schlimmsten Fall aus dem Ligensystem fliegen. Ey, wie krass wäre das bitte? Ist hier auch eine Überraschung drin mittlerweile? Nein. Oh doch, in der Tabellensituation. Yay! Ne, nachdem wir letztes Jahr diesen Engländer hatten von Arsenal und 2,5 haben. Apropos, ja, der beobachtet immer noch Liverpool. Albanien, komm, wir gucken mal hier. Wir schicken immer nach Skoda. Vielleicht ist es das. Ich weiß es nicht, kann sein. So, vielleicht hat man ja Glück. Kriegen wir vielleicht einen Albaner hier rein. So, dann kommen wir mal zu der Aufstellung. Ich kann bald das Licht anmachen. Ich habe nämlich jetzt hier was umgestellt. Trotz im Humpi-Modus, Humpel-Modus, habe ich das hinbekommen. Aber das machen wir dann für die zweite Session an. Es müsste zumindest funktionieren. Also Kelly im Tor. Heary, Hawkins, McNally, O'Brien. Caffrey, Harkin, Hunt, Ryan, Keegan und Crow. Ha! Derby gegen Bolivians, wo ich gerade jetzt, wenn ich Hunt lese, klar. Mit Garcia van der Gelb gesperrten und jetzt komm. Jetzt, Jesper, schlag mal zu. Ne? Du bist beidfüßig, du kannst jetzt mal treffen. Hier, im Derby gegen die Bohemians, bitte kannst du jetzt bitte mal, ne? Wäre schön. Und Quitten, du auch. Ja, so Co-Produktion mäßig.
Ja, doch schön. Zum letzten Heimspiel des Monats Oktober. Auf geht's. 4.335 Zuschauer, 792 Gästefans, leichte Bewölkung und Henning Langwart, noch ein norwegisch-dänischer Name. Obwohl Norwegens Flagge ist an die dänische orientiert und das skandinavische Kreuz oder das Skandinavienkreuz ist das blaue, ist nur nachträglich eingefügt worden. Unnützes Wissen. Aber ja. Seth McKenna. Oh, wenn unser Innenverteidiger schon treffen muss und dann nach vorne eilt, ne, dann weißt du Bescheid. Seth ist alleine. O'Brien. Nope. Seth, jetzt passives Abseits von Gritton, aber trotzdem nichts. Morris. Gritton. Yes, Gritton! Da ist er! Sein erster Saisontreffer. Und 10. Vorlage von Maris. Heary setzt sich durch. Unser Heary. Und Caffrey sieht gelb. McNally. Und was ich auch nach einer Pause mache, ist mir auf dem Weg von der Toilette mir einen Kühlakku mitbringen, weil das Knie habe ich heute noch gar nicht gekühlt. Stelle ich gerade fest. Das ist nicht gut. So, jetzt aber das, was vielleicht dann umso besser ist. Nein, er trifft die Latte. Ist das Grünkehr, die Latte trifft das. Und Fili? Nein. Ja, lassen so viele Chancen liegen. Ja, jetzt auch schon wieder 5 zu 1. Jetzt hier Morris. Aber Morris macht das 2 zu 0. Morris, Morris, Morris. 5. Saisontor und Fili mit der Vorlage. Sehr, na gut. Jetzt Morris. Gritton. Aber Macken. Und Gritton macht das Nachschuss. Sehr gut. Oder was setzt sich durch gegen McNally? 3. 2. Saisontor und das 3 zu 0. Sehr gut. Schau mal, machen wir jetzt ein bisschen Frustbewältigung, ne? Cabalejo mit den Fingerspitzen. Sehr gut. Und hier lässt er das Passive in Abseits zweimal laufen. Der Schiedsrichter Richardson. Vielleicht Dian Richardson? Können wir mal nachschauen. Oder David? Wir wollen unseren Fans bitte was bieten. Gritton loben, definitiv. Jody loben. Cabalejo loben. Viel Motivation. Krieg nimmt er natürlich nicht mit. Jesper nimmt die Kritik nicht an. Okay. Ah komm, wir sind mal zufrieden. Dann, ja, eine Müdigkeit von 1 vorher gegritten. Und jetzt gucken wir mal, der Schiedsrichter heißt mit Vornamen David. Habe ich als zweites gesagt, ne? Ich habe Dian und dann David gesagt. Ich glaube schon. Auf jeden Fall Gritton, Mann des Spiels im Moment. Und Morris wieder. Der Kleine, ne? Der ist, glaube ich, schon 1,65, glaube ich, ne? War der. Demi Kind ist gelb. Mehrfaches Foulspiel. Nicht gut. Hawkins, Glück gehabt. Ja, dann wissen wir ja, wer definitiv gleich wieder reinkommen wird. Lewis. It's Hammer Time. Nein, er ist Paul, ja, mit Vornamen. So, 52. Lewis, come in. And, nehmt ihr das? Reicht das? Ja, reicht. Nice. Unser Connor muss ja auch nochmal reinkommen, ne? Wollte ja auch nochmal Spielpraxis. Standing Ovations für Owen. Sehr gut. Und das Kabel ist wieder runtergerutscht. So, deshalb haben wir noch gerade so die Chance, dass er es schafft. Aber über den. Das Tor schießt. Oh man kommt für O'Brien.
Oh man, hatte mal einen Platz frei bei uns kassiert im Derby. Also bei uns im Sinne von beim Derby. Huddersfield regt sich wahrscheinlich auf. Okay. Oh Mann, Jesper. Und Crow macht den Anschlusstreffer. Unser Russell Crow. Nee, keine Ahnung, wie er mit vorne heißt. Ja. Maris? Könnt ja jetzt aber bitte. Ja, Mann, sehr gut. Grönkje, endlich. Forrest, Morris wieder mit der Vorlage. Also eigentlich müsste er Forrest heißen wegen Vorlage, ne? Oder. Jody SC Morris wegen Assist. Dann Assist. So, 68. wechseln wir nochmal. Letzten Wechsel perfekt machend. Dann melde ihn schon mal an. Hier, so, komm. Okay, erstmal kommen zwei Ecken von den Bohemians. Und eine dritte hinterher. So, aber gut pariert. Dann können wir jetzt wechseln. Ja, wen wechseln wir denn mal ein? Komm, wir bringen auch mal nochmal Desi für Adelstone. Du hast gut gespielt, aber ja. War doch Desi, glaube ich, ne? Lopez? Nope. Bergem kommt für McNally. Ich gucke immer mal nach links, um zu gucken, wie viele Sekunden später das Bild für euch auf Twitch sichtbar ist. Also generell sind schon mal 5 Sekunden, circa 3 bis 5 Sekunden. Aber das ist okay, weil, ne, muss ja auch noch erstmal dann hingeschickt werden und alle möglichen. So, Akona, ah, schade. Wenn das Akona auch noch getroffen hätte, wäre das natürlich auch sehr nice. Aber wir gewinnen 4 zu 1 gegen die Bohemians im Derby. Endlich nochmal ein deutlicher Sieg. Und Gritton ist für mich der Spieler des Tages. Genau, so sieht es auch aus. Damit die Ergebnisse. 8 Punkte Vorsprung sehe ich erstmal. Cork gewinnt gegen Galway 4 zu 0. Bray gewinnt 2 zu 0 gegen Longford. Bei Longford. Derry gewinnt 2 zu 0 gegen Shamrock. Wir gewinnen halt 4 zu 1 gegen die Bohemians. Und Dublin gewinnt 1 zu 0 gegen Drogheda. Also die kleineren Teams haben wieder mal, also mit den wenigeren Punkten, haben mal wieder für ein bisschen Überraschung gesorgt. Pfullendorf spielt erst noch. Pfullendorf spielt erst noch. So, Morris hier 12 Vorlagen, ne? Mit Abstand Vorlagen. Gut. King, wie auch immer. King Morris gibt. Würde mich nicht wundern, wenn es sogar einen gibt, der so heißt. Oder Morris King. Damit sind bei uns in der 11. des Tages 5 Spieler mit vertreten. Martin ist auch der beste Top-Spieler des gewesen oder Spieler des Tages insgesamt am 13. Spieltag. Sehr gut. Seth, Jody zum 4. Mal. Nili, Fili ist zum 6. Mal dabei. Okay. Der steht mehr in der 11. des Tages als Jody. Interessant. Und Ander. King Julian kenne ich. King Julian. Mein Junge gefunden meiner Gastgeld, Julian. Oder manchmal einer gegen Julian. Aber es gab doch noch diesen von Tottenham, diesen King. Ledley King, glaube ich. King Julian. Ja, Maurice. Sollen wir die ganze Zeit in der letzten Folge so reden? Das wäre eine lustige Sache, Maurice. Interview mit Jesper. Unser Verhältnis ist gut. Aber wenn ich die ganze Zeit so rede, ist das nicht gut einfach zu verstehen. Ich konnte das auch mal besser. Ich konnte auch mal so lachen wie Ranjit ein bisschen. Also ein bisschen so, ne? Ich weiß gar nicht, wie sich das hier so, wenn ich so rede, anhört. Wenn ich mich selbst so höre, dann passt das. 6 Minuten gestellt gegen PSV. Ja, muss ich sagen, das sieht doch gut aus. Fantastisch.
Und dann, genau das meine ich. Wenn ich jetzt wieder. Aber wenn ich die ganze Zeit, wie gesagt, so rede, dann klingt das irgendwie wie so ein. Ich weiß es nicht. Nicht wie ein Maurice. Und ich bewege die ganze Zeit mein linkes Knie, um zu gucken, wie weit ich es belasten soll, kann. Aber das sollte ich nicht tun, oder? Maurice. Ach ja. Ja, ich leider kein Lemur. Er ist nur ein Daddy. So, es ist Sonntag. Das heißt, ich möchte gespielt sein. Oder? Vollendorf hat 13 Schweig gegen Leverkusen verloren. Schade. Und Schalke ist Tabellenführer. Was ist da los? Hannover gewinnt bei Bayern München. Unglaublich. Ach ja, die Pinguine aus Madagaskar. Beziehungsweise generell Madagaskar. Aber der Beste ist immer noch von den Lemuren der Kleine. Weißt du, er ist so wie Scrat bei Ice Age. Wie hieß denn noch der Kleine? Mord, glaube ich, ne? Mord. Der Beste ist, glaube ich, immer noch.